bei der letzten Folge haben wir jetzt unsere, ja, die scheiß Schweden. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Zum Glück habe ich aber Kreuzer. Ja, bei der letzten Folge haben wir die ganzen Marinestützpunkte etwas neu Dingens gemacht. Kirchen. Genau. Gedingenskirchen. Und jetzt sind da die ganzen Soldaten angesammelt. Die können wir auch noch neu sortieren. Gerne. Hallo. Du Penner. Ich bin dein König, gehorche mir. Ich bin der König von Italien. Haha. So. Also, ich schicke die mal nach Neapel, die Infanterie, weil die nervt etwas. Oder nach Salerno. Nee, nach Rom. Dann fangen wir an. Dann fange ich mal an. Als erstes werde ich die Kurassier los, weil ich will. Ich will eigentlich hauptsächlich die Kavallerie nur zur Aufklärung. Was anderes brauche ich sie nicht. Dann holen wir 4 Artillerie raus. Und bevor wir den Teig rühren, müssen wir 8 Löffel Garde dazu packen. Das sind 8, oder? Ich kann nicht zählen. Okay. 24 Milliliter Garde. Ja, 24.000 Garde. Und noch ein Hauch von Pionier. Und dann ist der Kuchen perfekt. Der Kuchen an Soldaten. Ich will mein Volk nicht töten. Wenn diese Entscheidung, dass ich hier eingreifen muss. Das ist ja fast so, wollen sie 20% ihrer Bevölkerung ausrotten? Ist ja fast Holocaust mäßig. Ja, hin oder her. Wir sollten neue Soldaten machen. Und ich kann schon eigentlich Panzer machen. Ja, mal interessant, in Asien bräuchte ich einen Panzer, in Europa. Dann brauche ich unbedingt Artillerie eigentlich. Weil davon haben wir zu wenig. So. Und wir haben ganz schön viel Kavallerie. So viel, dass wir sie gar nicht benötigen. Uns mangelt es eher an Artillerie. Da kann ich sogar... Nee. Also 4 Artillerie sollten es schon sein, weil die machen Schaden. Schaden ist gut, Schaden macht Spaß und lässt dich gewinnen in einem Kampf, falls ihr das noch nicht wisst. Denn ich bin ganz schlau und bringe euch Victoria 2 bei, obwohl ich ein Noob bin. Aber trotzdem tue ich oft schlau, damit ich cool wirke. Damit mein Let's Play beliebt wird. Damit die Leute sich denken, ich will was lernen, deswegen gucke ich deine Let's Plays. Schlauer wäre es, wenn ich gewinnen würde in dem Let's Play, aber... ihr seht's ja, also ich kacke irgendwie immer ab. Egal, was ich mache. Haben wir die Engländer besiegt? Nee. Boah, jetzt... Was soll das? Greift doch die... Scheißt euch nicht in die Hosen. Bist du ein Mann oder eine Maus? Was? Was soll das? Verschwinde doch nicht einfach. Irgendwie sind die Engländer overpowered. Obwohl die nicht overpowered sein dürfen. Nur weil die das Engländer sind. Das ist der einzige Grund, warum die immer gewinnen. Verdammt nochmal. Unglaublich. So viele Verluste dürfte ich theoretisch praktisch nicht erleiden. Das ist einfach unfair. Die
Brunei ist auch in der Sphäre. Und Moldawien wollte ich eigentlich auch hinzufügen zum Krieg. Bisher habe ich eigentlich alle hinzugefügt. Nee, Necht ist noch nicht drin. Komm rein. So. Necht hat 12.000 Truppen ungefähr. Wie viele haben die? Null. Oh, bringt mir gar nichts. Weiter geht's, ich wurde unterbrochen. Tut mir leid, Leute. Auf jeden Fall theoretisch, praktisch, was auch immer, dürfte ich hier nicht verlieren. Verliert trotzdem, das ist. Oh man, das ist auch keine Wüste, das ist eine Ebene. Und dürfte nicht, das darf nicht so sein. Wie kommt das? Die sind nicht eingegraben. Was? Also 3, okay, 2, ja, minus 1. Oh Mann, hier ist ja noch so ein kleiner Pisserfluss. Naja, sagen wir mal ein Auto zu. Eingrabung, seit wann sind die eingegraben? Das ist doch unglaublich. Und Gasangriff, ja, das ist ja. Oh Mann. Das, ich glaube, das ist der einzige Grund, warum die gewinnen, wegen Gasangriff. Das ist unfair, ich finde das unfair. Ich bin auch technologisch nicht so zurückgeblieben. Guck mal, ich könnte ausrasten. Gasangriffsfähigkeit. Warum habe ich das nicht erforscht? So einen Scheiß brauche ich nicht. Direkt mit den Gasangriffen weiter. Das ist echt kriegsrelevant. Keine Sorge, ich glaube, das andere kann ich weitermachen. Scheiße, Forschungspunkte verloren, aber egal. Wir waren mit der Brunei nicht verbündet, deswegen konnten wir keine Waffenhilfe fordern. Moldawien. Ach, ich weiß nicht. Und noch ein Land kommt dazu. Das wird hier ganz schön eng auf dem Balken. Zwei gegen die Dinge der restlichen Welt. Wenn der Franzose mitmacht, wäre es lustig. Also jeder macht mit. Oder wenn der Russe mitmacht. Der Spanier könnte eh nicht so einfach runter. Die Amerikaner zerfetzen ja alles. Schlimmer als die Engländer. Ich hoffe, die fordern von den Engländern Gebiete aus Kanada. Oder das wäre geil, wenn die Kanada annektieren könnten. Auf jeden Fall, ich hätte eigentlich gerne nur Neuseeland. Das wäre mal schön zu besitzen. Australien, wenn schon, denn schon. Wenn ich Australien erober, dann alles. Auf jeden Fall, die Rebellen hier muss ich irgendwie ausschalten. Die Dragoner haben die immer noch nicht verteidigt.
verlieren ein Militantier, warum nicht? Ich habe keinen Bock mehr gerade. Ich muss mich erholen von... Das ist einfach unfair gegen England.